Hey, hier ist René, ich begrüße dich zu diesem Video und heute möchte ich dir schon das erste Update zu dem Trading Panel vorstellen und zeigen, wie du damit jetzt auch vollautomatisiert handeln kannst. Ja, das Trading Panel ist jetzt draußen seit, ich glaube, 3 oder 4 Tagen und es kommt sehr gut an. Das freut mich natürlich insbesondere, wenn es viele Leute nutzen wollen. Und es sind auch schon viele Anregungen zu dem Trading Panel gekommen. Also Leute haben mich gefragt, ob ich noch eine Funktion einbauen kann oder ob ich es in die eine oder andere Richtung anpassen kann. Und immer wenn ich der Meinung bin, dass diese Funktion für viele Leute interessant ist oder wenn direkt mehrere Leute danach fragen, dann bin ich auch dazu bereit, den Expert Advisor noch anzupassen. Und das habe ich jetzt hier zum Beispiel auch schon gemacht. Das Trading Panel hier sieht jetzt schon ein bisschen anders aus und ich gehe gleich auf die Änderungen ein. Ich werde das Trading Panel jetzt erstmal nochmal ganz frisch auf den Chart ziehen und das deaktiviere ich mal. Und genau, in dieser Form war das Trading Panel bisher bekannt. Das heißt, man hatte hier seine Möglichkeiten. Man konnte wählen, fixe Lots, variable Lots, Martingale-Faktor, Zielprozent und dann konnte man halt hier mit diesen Linien und den Buttons hier die Orders setzen und sobald die gesetzt wurden und ausgelöst wurden, ging das Trading dann halt aus dem Halbautomatischen über ins Vollautomatische und hat dann so lange getradet, bis der Gewinn, der hier halt erwartet wird, quasi erreicht wurde. Und ich kann das jetzt nicht simulieren, weil Sonntag ist, aber das ist gar nicht schlimm, weil darum geht es auch gar nicht. Ich habe nämlich an dieser ganzen Funktionsweise nichts geändert. Das ist alles genauso geblieben wie vorher. Das Einzige, was sich hier geändert hat, ist, dass die Buttons in einer bisschen anderen Reihenfolge sind. Das hat auch einen Grund, das sehen wir dann gleich. Eine Sache hat sich hier aber allerdings auch schon getan, beziehungsweise kann ich hier schon simulieren. Und zwar wurde ich von jemandem darauf angesprochen, dass das Trading Panel bei ihm extrem klein ausgesehen hat. Und das hat einfach daran gelegen, dass sein Bildschirm eine viel höhere Auflösung hatte. Es ist auch teilweise bei 4K-Bildschirmen so, dass dann alles komplett vermurkst aussieht. Und deswegen habe ich hier jetzt mal so einen Faktor eingefügt für die Anzeigegröße, ist vielleicht auch für andere interessant, die es gerne ein bisschen größer haben wollen. Hier kann ich zum Beispiel 1,5 reinschreiben und wenn ich jetzt auf OK drücke, dann sieht man hier, das Trading Panel ist einfach 50% größer, also eigentlich ein ziemlich cooles Feature. Damit sind die Knöpfe natürlich auch größer, man kann alles ein bisschen besser sehen und man kann sich natürlich auch mit seinem eigenen Bildschirm das Ganze passend justieren, dass das Ganze auch Sinn macht. Okay. Genau, das war der Stand von dem letzten Trading Panel. Ansonsten hier bei den Einstellungen ist eine ganze Menge dazugekommen. Und ich habe jetzt zum Beispiel hinzugefügt, dass man hier auch alle Angaben, die man im Panel machen kann, hier direkt in den Einstellungen von dem Expert Advisor einstellen kann. Das wird nur dann genommen, wenn der Expert Advisor keine anderen Werte aus seiner zwischengespeicherten Datei laden kann. Das heißt, wenn du den Expert Advisor komplett neu haben möchtest, ich kann das hier mal simulieren, hier schreibe ich jetzt zum Beispiel mal 1,3 rein und wenn ich den jetzt aktiviere, dann wird hier auch wieder 1,3 stehen. Das heißt, der zieht sich ja immer die Einstellung von der Zwischenspeicherdatei und wenn die existiert, dann überschreibt er alle Einstellungen, wenn er geladen wird, mit den Daten aus der Datei. Das heißt, ich kann hier aber auch machen, zum Beispiel lösche Backup-Daten und wenn ich jetzt das Trading Panel nochmal neu anwende, dann wird es halt auch komplett neu initialisiert und hat dann wieder die Standarddaten. Das heißt, dann kann ich auch hier zum Beispiel Werte eintragen, die er dann übernehmen soll. Und hier kann man jetzt zum Beispiel direkt schon eintragen, Zielprozent 1, Martingale-Faktor 3, Risiko in Prozent 1 oder hier 0,5 oder so. Oder auch die Lots kann man aufs ein oder andere stellen in dem Fall. Und wenn ich das jetzt bestätige, dann macht er das nicht, weil er wieder irgendwas zwischengespeichert hatte. Aber wenn ich das jetzt nochmal lösche und dann ändere, dann sollte er das auch mit den Einstellungen laden, die ich jetzt hier reinschreibe. So, was hatte ich hier noch gemacht? Hier können wir nochmal 1 reinschreiben, 0,4. So, genau, jetzt hat er hier die Einstellung genommen, die ich jetzt gerade in dem Inputfenster eingegeben habe. Und genau, und eine weitere Sache, das hatte ich jetzt hier im Inputfenster scheinbar auch gemacht. Genau, ich hatte hier schon automatischen Handel aktiviert. Und was das bedeutet, automatischer Handel bedeutet im Endeffekt, dass das Trading Panel, was vorher nur halbautomatisch funktioniert hat, jetzt eine zusätzliche Funktion bekommen hat, die etwas größer ist. Das heißt, man kann mit dem Trading Panel jetzt auch vollautomatisiert handeln. Und zwar, es gibt hier bei File, gibt es so eine Umschalttaste, das ist hier der dritte Eintrag, halbautomatisches
oder halbautomatische Breakouts kann man einstellen. Das ist das, was wir bisher kennen. Und man kann umschalten zu automatischen Breakouts. Und immer wenn automatische Breakouts angeschaltet sind, dann würde das Trading Panel quasi automatisiert handeln. Wie passiert das? Das passiert in der Form, dass man jetzt hier eine Startzeit eingeben kann, zum Beispiel, weiß nicht, 10 Uhr oder so, und eine Endzeit, zum Beispiel 11 Uhr. Und dann würde er quasi von 10 Uhr bis 11 Uhr so eine Range aufspannen und würde in diesem Zeitraum dann den höchsten und tiefsten Punkt nehmen. Und nach der Range würde er dann, also die Linien legt er dann oben und unten an diese Range, und nach der Range wird er einfach die Pending Orders direkt setzen, so dass man das Ganze quasi auch automatisiert laufen lassen könnte. Und ja, ansonsten ist alles gleich geblieben. Auch da schaut er nach der ersten Ordereröffnung einfach, was passiert ist, und managt das Ganze dann mit diesem Martingale-Ansatz. Ich kann das jetzt auch hier im Tester symbolisch mal zeigen. Wenn ich das jetzt hier zum Beispiel einstelle mit automatisiertem Handel und diesen Einstellungen jetzt einfach mal, zum Beispiel die Range von 8 bis 9 Uhr und den Martingale-Faktor 2, Zielprozent 0,5. Und wenn ich das jetzt mal laufen lasse, können wir uns das Ganze auch mal anschauen. Es ist so, im Tester kann man in dem Trading Panel selber nichts machen, weil alle Chart-Events sind da blockiert, und dieses Drücken oder dieses Verziehen von dem Panel, das sind alles Chart-Events und die funktionieren im Tester einfach nicht. Von daher kann es da nicht genutzt werden, aber trotzdem kann man ja die Einstellung jetzt in den Eigenschaften von dem Expert Advisor selber machen und dann das Ganze so laufen lassen. Genau, wir haben jetzt hier auch schon gesehen, ich habe das jetzt ein bisschen schnell gemacht, aber man sieht jetzt hier, das ist die 9 Uhr Kehrzeit jetzt von hier, von 8 Uhr bis zu dieser Kerze, beziehungsweise bis zum Ende dieser Kerze hat er die Range aufgespannt, das heißt hier am unteren Tief von der Range ist die rote Linie, am oberen ist die blaue Linie, und danach hat er dann direkt die Pendings gesetzt. Hier wurde jetzt die Buy Order ausgelöst, dann ist er hier Long rein, ist hier unten dann Short rein, hat hier oben wieder die nächste Pending Order gesetzt, und der Markt bricht jetzt nach unten aus und wird dann da gleich ins Ziel laufen. Man sieht hier auf der linken Seite übrigens immer den Gewinn und auch den Gewinn in Prozent, also das wird aktualisiert, auch im Tester. Und genau, ich kann das jetzt einfach mal laufen lassen, bis das jetzt gleich 0,5 im Plus ist. Hier ist jetzt noch eine Sache passiert. Wir sind jetzt hier vorher gestartet am 2.1., man sieht es hier, und sind mittlerweile am 3.1. Es ist so, der nimmt die Position einfach mit in den nächsten Tag und würde jetzt am 3.1. keinen Trade eröffnen, weil er nämlich noch die Position von dem vorherigen Tag hat. Das heißt, er sucht jetzt hier auch keine Range oder so, weil das macht er wirklich nur dann, wenn er keine offenen Positionen mehr hat. Und genau, so ist das jetzt aktuell eingestellt, sodass man nicht an jedem Tag quasi neue Positionen aufmacht. Da gibt es dann sonst auch schnell Probleme mit der Margin. Deswegen habe ich das jetzt erstmal so hinterlegt. Genau, wenn wir jetzt aber mal weiterlaufen hier, beziehungsweise ich beschleunige den Test noch mal ein bisschen, dann sind wir gleich beim 4. Januar. Und das ist dann ein neuer Tag. Der ist auch ohne offenen Trade. Das heißt, hier können wir jetzt mal ein bisschen vorfahren wieder. Oh, genau. Und hier sehen wir jetzt auch schon wieder zwischen 8 und 9 Uhr wurde die Range aufgespannt. Und ja, er handelt einfach wieder. Genau, das wurde jetzt hier an dem Tag auch direkt beendet, der Trade. Das heißt, am 5.1. wird direkt wieder eine Range gemacht und die wird auch gehandelt. Und da ist er auch wieder direkt im Plus aus dem Markt gegangen. Deswegen macht er am 6.1. auch wieder einen Trade. Also das ist die Vorgehensweise. Vom automatisierten und halbautomatisierten Ansatz ist der einzige Unterschied eigentlich, dass er beim halbautomatisierten Ansatz natürlich nur dann die Pending Orders setzt, wenn man wirklich auf diesen Knopf drückt. Und beim automatisierten Ansatz dann setzt er die Order auch einfach automatisiert, nachdem er die Range quasi anhand von der Zeit bestimmt hat und berechnet hat. Genau, und ja, ansonsten, das sind jetzt die aktuellen Änderungen. Wie gesagt, wir befinden uns mit dem Trading Panel immer noch in dieser Testphase, die ich im letzten Video schon angekündigt habe. Das heißt, das Panel kann jetzt noch günstiger gekauft werden auf der Webseite, und es können immer noch natürlich Verbesserungsvorschläge, oder, und das ist sogar noch wichtiger, wenn irgendwo noch ein Fehler ist, dann kann das natürlich auch immer noch mir gesagt werden, dann werde ich das natürlich schnellstmöglich reparieren. Ansonsten, die neue Version von dem Trading Panel werde ich jetzt nachher noch rausschicken an alle Leute, die das Trading Panel bereits besitzen. Von daher, die können sich freuen, da kommt direkt eine neue Funktion dazu, die eigentlich auch ziemlich cool ist. Und für alle anderen, die das jetzt vielleicht so automatisiert nutzen möchten und einfach diese Funktion cool finden, die können, wie gesagt, sich das Trading Panel jetzt noch diesen Monat oder bis zum Ende dieser Testwoche 100 Euro günstiger sichern. Also, wenn du Lust auf das Panel hast, dann hol's dir, und schreib mir gerne das Feedback, am besten per E-Mail oder unter dieses Video hier. Ich bin raus und sage bis zum nächsten Video.